Ja, und wir haben einen weiteren Bonuspart vorbereitet, weil alle so heiß drauf waren, auch Spiel 15 zu spielen. Spielen wir jetzt Wer bin ich umgekehrt? Auch da müsste man jetzt theoretisch noch mal ganz kurz die Regeln erläutern. Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Wer da bin ich eine umgekehrt? Sekunde. Okay. Wer bin ich Reverse? Haben wir auch damals ich springe genau. ein. Habe ich aber, ja, ich habe es jetzt schon auf. habe ich aber ja im Abschlusspart auch noch mal ganz kurz erklärt. Aber du kannst sehr gerne einspringen, weil sonst erzählst du gar nichts mehr. Ich finde, du bist zu ruhig heute. Ich bin O. Sprich. Okay. Okay, also in dieser Bonusrunde, ja, müsst ihr gut zuhören und schneller denken als der Gegner. Es soll eine Persönlichkeit anhand von 10 Informationen erraten werden, die Kali jetzt nach und nach preisgibt. Ähnlich wie bei Wer bin ich? Nur, dass ihr keine Fragen stellen müsst, sondern die Informationen direkt erhaltet. Ja, Punktesystem lassen wir jetzt mal weg. Ja, natürlich, das ist jetzt Quatsch. So. Es geht jetzt nur darum, dass wir das aus Spaß mal durchgehen. Wie ist das? Handelt es sich jetzt da um Spielcharaktere? Das wirst du ja dann sehen. Mensch? Ah ja, okay. Hm. So. Man kann öfters... John, die Runde ist vorbei. Ja, man muss trotzdem, also es man ist eine Spaßrunde, ja, Mensch. Ja, mein Gott. Ey, der Typ, ne? Furchtbar. Muss ich jetzt noch ein paar sagen? Ihr habt die erste Information gelesen. Es ist 1946 geboren. Ich sage bewusst es. Ich sage bewusst es. Das Dingo. Das Dingo. 1946. Es ist jetzt noch kein Moment, wo wir raten können, glaube ich. Das ist gut. Es ist geboren in Hope, Arkansas. Okay. Ja, da gibt es ja nicht so viele. Müsste man eigentlich jetzt schon wissen. Es ist männlich. Jetzt können wir dann auch der sagen. Wir wollen diese arme Person ja nicht niedermachen. Nein. In Hope, Arkansas. Ist Sohn eines Geschäftsreisenden. Es ist Jesus. Nein. Es ist Jesus. Er wartet die Heizung. Oh Mann. Oh Gott. Er lernte nie seinen Vater kennen. Da gibt es auch so wenige also Leute auf der Welt. Er ist eines Geschäftsreisenden, aber er hat ihn nie kennengelernt. Ja, vielleicht er weiß nicht, dass das ist. Er weiß nicht, dass das ist, aber... Er ist Mitglied der Demokraten. Das sind okay, wirklich nicht viele in Amerika. Ich bin kein Plan. Ich kenne ihn nicht. Den kenne ich nicht. Bist du sicher? Ja. Er war ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Den solltest du kennen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne die... Okay, keine Ahnung, war der da geboren? Na, 46 könnte George Bush zum Beispiel sein. Aber der war nicht George Demokrat. Nee, oder? Er ist auch, glaube ich, ein bisschen dann zu jung für, weil der, ich schätze mal, der sollte eher 50 geboren sein. Oder stimmt, so. Kennedy war ja um die 60 rum, Präsident. Ich mache weiter. 50, 60, aha. Seine Tochter heißt Chelsea. Chelsea. Ja, oder Chelsea, wie man es aussprechen kann. Es geht beides. Lernt Englisch. Ja, das kann man so und so aussprechen. Chelsea! Ja, dann ist diese Chelsea. Kranke deutsche, ich kann kein Englisch, deswegen spreche ich es irgendwie aus, weiß Denglisch. Man nennt es auch Denglisch. Oh, na, wenn du meinst, dann von mir aus auch Chelsea. Wenn ja gut, meinst. Okay, man könnte auch noch sagen Kelsey, ja, ne? Ich merke schon, dass das die krasse Variante. Fährt gleich aus seiner Schale. Oh, da kriege ich zu viel, boy. Oder wie wär's mit Kelsey? Ja, Kelsey, ist ja gut, oh. Hier, pass auf, seine Frau heißt Hillary. Clinton! Ach nee, hey. Ihr Noobs! So. Ihr Noobs vor allem. Wer weiß denn bitte, dass Clinton Sohn eines Geschäftsreisenden ist, der seinen Vater nie kennenlernte? Also, ich habe bei Kelsey schon Clinton gemurmelt, aber ich war mir noch nicht sicher. Schon. Gut, John. Das nächste ist ein fiktiver Charakter. Oh okay, je. Sollen wir schon antworten? Das können, nicht so, können ja nicht so viele sein. Crash. Sein. Es ist weiblich. Da dann wohl. Ist es seine Schwester. Coco hieß die, genau. Dankeschön, Cassie. Es ist 18 Jahre alt. Das kann auch noch Coco sein. Lara Croft? 16. Lara Croft? Die ist ein bisschen älter. Ich weiß, aber... Weiß obwohl, in einem Teil war sie, glaube ich, irgendwas mit 12 oder so. Sie kann zaubern. Rico. Pain. Lara Croft. Sie hat Brüste, die zaubern können. Zaubern, hallo? Sie hat Zauberbrüste. Sie hat auch grüne Haare. Was? Okay. Jetzt sind sie platt. Kann zaubern und hat grüne Haare. Vom einen auf Terror? Den anderen Moment auf einmal. Ja, ne? Er hat denn schon grüne Haare? Terra. Ja, Paragon. Wer? Terra aus FF6, aber sonst. Tudu! Stimmt. Wirklich?
Jawoll! Stammt aus dem S-Bereich. Protagonistin okay, aus Final Fantasy 6. Kefka ist nicht ihr Freund. Maduin ist der Vater, Begleiterin von Biggs und Wedge. Sehr gut. Ah, verdammt. Großartig. Ja gut, mit dem Alter hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die 18 ist. Die sind ja meistens so 16 bis 18, die FF-Charaktere, das ist immer so. Ja. Und sehen aus wie 12. Und ja, alle weiblich. Alles und normal. Ne? Die nächste ist weiblich. Cool. Weiblich. Cool. Schatzi, benimm dich. Ja, ja. Es ist... Ja, wie soll das werden, wenn ihr als Gegner gegenüberstehen? Bitte? Wie soll das werden, wenn ihr als Gegner gegenübersteht? Ja, das wird dann richtig lustig. Soll ich John wird wieder Single das sein. Wird ein Krieg. Das wird ein richtiger Krieg. Ja, deutscher Herkunft. Dann Karriere begann 92. Oh Gott. Mhm. Viel zu jung. Haarfarbe? Trägst du einen Pony oder nicht? Geht gar nicht an. Ja, also... Aber sie hat mit Flavio Briatore ein gemeinsames Kind. Wer ist das? Heiliger. Ich hab den Namen schon mal gehört, Flavio Briatore, aber ich wüsste nicht. Wer soll das sein? Ich kenne den Namen nicht mal. Heidi Klum hätte ich jetzt auch gesagt, ja, aber keine Ahnung. Jawohl! Wirklich? Was? Arbeitet gelegentlich als Schauspielerin, war für verschiedene Unternehmen als Werbeträgerin tätig, hat seit 2006 eine eigene Sendung im Fernsehen, Germany's Next Topmodel, jetzt was nicht zum Hinweis gehört natürlich, wow. Welche auf ProSieben zu sehen ist, besitzt seit 2008 zusätzlich die US-amerikanische Staatsangehörigkeit und trennte sich 2012 vom Sänger Seal. Okay. Großartig. Großartig, sagt er. Gut, das Wasser. Nächste kennt man aus dem Internet. Oh, dann kenne ich es. Drogen, Sexfetische. Es ist männlich. Männliche Sexfetische. Braucht manchmal etwas länger, um zu begreifen. Ich. Windows! Ich bin John McCloud ist es. Ja, das war so klar, das ist dann nee, das genau war mit Irre und, ne, und so. Findet die Xbox doof, mag Rätsel dafür sehr gern, spielt gern Horrorspiele, hat einen Kanal auf YouTube, ist oftmals ein Lacker, hasst Sprungpassagen und ist mit Leidenschaft. Mich da genau. Wirklich? Das war Spyros Idee. Oh Mann. Okay. Oh, der hätte jetzt Spaß, Mensch. Oh. Schade. Er kann es ja cool dann auf dem Kanal sehen. Aber echt, das war jetzt schon zu eindeutig. Ich brauch länger, um was zu begreifen, dann wusste ich sofort. Ich weiß, es war wirklich kein schwieriger Begriff. Gut, das nächste ist 1963 geboren. Ja, so ein Alter. Mein Vater. Flavio Briatore? Nein, ich glaube nicht, dass Flavio Briatore in West-Berlin geboren ist. Ja, das sagst du, Mensch. Der ist wahrscheinlich nicht immer Flavio. Ist auch männlich. 1963. Einige. Er bekam Gitarrenunterricht bei einer älteren Frau. Kurzlich. Ja. Arme Kindheit, würde ich sagen. In London die Haare schneiden und bleichen. Heilige müssen Scheiße wir jetzt noch Friseurtermine abgleichen oder was ist das denn? Es handelt sich um einen Musiker. Ach so. Schon längst. Ach so. Das wusste ich irgendwie schon seit, keine Ahnung, West-Berlin. Seit der Gitarre. So. Welcher? Er hat nicht Gitarrenunterricht genommen, weil er Komiker werden wollte. Ach so. Der, von Ärzten, der... Wie hieß er? Die Ärzte Farin sind zu dritt. Farin Urlaub? Ja! Oh mein Gott. Das ist übrigens so der Künstlername. Er ist auch gespannt, leidenschaftlicher denn Fotograf, spielte früher in der Band Soylent Grün als Gitarrist. Nicht Silent, Soylent. Mitglied ja der Ärzte, Bandkollege von Rodrigo González und Bela B. Felsenheimer. Ist eine Anspielung auf Soylent Green. Also, ja. Ach was. Ja. Deswegen nicht Silent, aber gut. Ja, nur nicht dass, ne, nicht, dass es dann wieder heißt, ich kann kein Englisch oder so. Nur mal so nebenbei. Nee, bei sowas nicht, weil das war das nächste hat Wort eine Perle, die gar keine ist. Hm? Was? Hä? Wie? Ach so. Irgendein Kerl, so ein Hopper oder so. Reißt in jeder Sachlage dumme Sprüche. Ich bin, bleib immer noch bei Hopper. Jeder Hopper dieser Erde. Eine Perle, die gar keine ist. Beendet seine Sätze immer mit klar soweit. Oh Gott, das Kind. Das muss man wissen. Oha. So eine Scheiße nicht. Muss Captain genannt werden. Hä? Captain Obvious hätte ich gesagt.
Muss Captain genannt werden? Trinkt gerne rum. Viele. Ich hab unsere Kandidaten echt überschätzt, ne? Ja, ne? Captain Rondo. Captain Iglo? Nein. Captain Iglo, ja. Trinkt gerne rum. Ja, weiß man doch nicht genau. Ich meine. Hast einen Kompass, der nie nach Norden zeigt. Jack Sparrow! Ah. Ja! Mann! Ah, scheiße. Ah, hat ein Glas voll dazu Dreck. Dazu müsste man den Scheiß auf Deutsch gucken, bis es immer klar soweit sagt. Also bitte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da habe ich nie drauf geachtet, dass er das so sagt. Ich auch nicht. Er hat auch ein Glas voll Dreck bei sich, reist viel mit dem Schiff, ist Pirat, ist bekannt aus der Filmreihe Fluch der Karibik. Ah, Jack Sparrow, ja, das mit der Perle ganz am Anfang hat mich dann ein bisschen verwirrt. Aber okay. Ach, die Black Pearl, ja klar. Die Black Pearl! Oh mein Gott! Ich dachte immer an seine bessere Hälfte, dass man die Perle so. Das kommt von Leuten, die bei Hund, Katze als Erweiterung Schwingschleifer nennen. Also. Was? Heftig, da musst du ja um 5 Ecken denken. Das Ding kam von Spyro, ja, also. Oh mein Gott, krass. Okay. Respekt hätte ich nicht von ihm erwartet. Hey Spyro. Ja, so blöd, dass er jetzt nicht damit da ist. Fühl dich mal gegrüßt. Das nächste ist männlich. Jack Sparrow. Nein. Ja, schon. Verdammt. Der ist raus. Ah, schade. Möchtest du es vielleicht nochmal mit Flavio Briatore fragen? Ja, Flavio Briatore. Genau. Ist mit Heidi, hat mit Heidi Klum Er erhielt 1996 den Goldenen Löwen für das beste Jugendprogramm. Til Schweiger. Nein. Einzige. Ja, was weiß ich denn? Ob wir den reinnehmen würden. Wurde in seinem Leben schon mehrfach verklagt. Das finde ich gut. Respekt, immer noch Til Bushido. Nein, nicht Til Schweiger. Bushido für das. Okay, für okay das er produziert auch Musik. Bushido! Ach, der Typ, der für Tabaluga gesungen hat, oder? Nein, du meinst Peter Maffay. Was? Peter Maffay? Meta Puffay. Nein, denn Peter er hat Maffay auch seit 1999 eine eigene Fernsehsendung. Ah. Doch, dafür, dass er nicht groß genug ist. Okay. Eine eigene Fernsehsendung? Der Verrat. Yeah! Dann würde es auch Musik, ja, würde passen. Ja. Komponierte ein Lied unter dem Decknamen Alf Igel, war in unterschiedlichen Rollen am Eurovision Song Contest beteiligt, ist vorrangig Moderator und Entertainer, ist in Köln geboren und ist mitverantwortlich dafür, dass es Schlag den John gibt. Darf ich fragen, woher die, woher die Frage kam? Oder beziehungsweise diese Idee dafür? Von wem? Von das Wer bin ich umgekehrt? Weiß ich gar nicht. Nein. Von ihm hier jetzt, von diesem. Was Raab. Dass Raab jetzt dran kam. Von wem kam Stefan Raab hat mich eingebracht. Das dachte ich mir, okay. Warum? Och, nur so. Warum? Ich wusste nicht, dass der jemals einen Löwen bekommen hat für irgendeinen. Ja, siehst du, das habe ich alles hart recherchiert. Mhm. So. Krass. Wikipedia. Halt die Klappe. Da kommt's raus. Hart recherchiert. Einmal googeln. Hinter den Kulissen. Gemacht. Ich habe Wikipedia geöffnet. Bam! Ich bin Reporter. Schluss jetzt. 1972 geboren. So. 72, Meta Puffy. Ach nee, der hatten wir auch schon. Der ist älter. Der ist älter. Ja. Männlich. Wieder Mann. Oh Mann. Könnt doch mal Tabaluga. Es wird langweilig. Ja, wir hatten irgendwie so wenig Weiber. Ich hätte Stefan Raab mal gegen irgendeinen Vibe austauschen sollen. Ja, eigentlich schon. Ne? Stefanie Raab. Wuchs bei Adoptiveltern auf. Das sind auch so wenig Leute auf der Welt. Okay, er hat zwei Brüder. Toll. Ach so. Ich auch? Das gibt's ja nur sehr selten. Cassie ist es. Du bist ein Mann? Was? Die männliche Cassie. Ich bin aber auch 17 Jahre später geboren. Also. Die männliche alte Cassie. Genau. Ich bin so groß. Okay. Oh okay, ist ein guter Kämpfer. Und doch, das könnte ich sein. Okay, ja, aber Brüder, ich mein, Cassie ist keine Videospielfigur. Ach, ja, das aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet. 72? Adoptiveltern. Ist eine Videospielfigur, 1972 geboren. Jetzt ist schwer. Geboren im Sinne von, da ist das Spiel entstanden oder wirklich von der History geboren?
Ja, aber das ist ein großer Unterschied. Das muss man eigentlich anders deklarieren. Ja, okay, also es geht darum, in der History des Spiels, 1972 geboren. Okay. Das ist per se nämlich schon mal war nämlich 1987 erstmals zu sehen. Also 1987. Ja. Und per se ist das einfach nur Rumgejammer, Gary. Nein, das ist, da muss man klarstellen. Sonst sorgt er dafür, dass man automatisch schon in falsche Richtung geht. Das ist sehr also, war 1987 erstmals zu sehen in einem Spiel für den NES. Metal Gear? Mhm. Also Solid Snake? Ja! Ja, wirklich? Stimmt. Ja. Sein Vater wird auch Big Boss genannt, die Spieleserie, der er entstammt, heißt Metal Gear. Mensch. Allein schon das Jahr 87 hat mir schon... Die Wette! Fall, so die Richtung stellt euch mal vor, das Spiel hätte noch gewertet und ich hätte da versagt und dann die Wette darauf, ne? Oh, wäre das schön gewesen. Ja, ne? Sehr herrlich geworden. Hätte laufen können, Leute. Das wäre... Okay, ja. Das letzte... Würde runtergehen wie Öl. Das letzte ist 1954 geboren. Das ist so ein altes... Um die 70. Ja. In Hamburg. Mhm. Dann ist er aus Hamburg. Hat der nur... Und weiblich. Einwohner. Yay, wieder ein Vibe. 70. 60. DJ, fahr zurück. 60. Ja, oder 60. Ja. Ne? Das ist schon lang vorbei, Carsten. Ist vorbei. Ich hab gedacht, ist die schon. Ist mal wie ein Vibe, nicht witzig. 60, ich wollte gerade sagen. 60 hat sich, ja. Korrekt würde das heißt eine Frau, aber. Tochter eines evangelischen Pfarrers. Da gibt's wirklich nicht viele. Die dürfen. Ach, okay, Evangelien dürfen die eigentlich. Die dürfen. Ja, Evangelien sind die cool. Ja, die Katholiken dürfen auch, dann haben trotzdem alle. Eben. Vor allen Dingen. Ja, Jungs. Argument. Dreist genug eigentlich. Abiturschnitt von 1,0. Bremer. Als Tochter eines evangelischen Pfarrers, okay. Ja. Und das dann... Das muss Religionsgümmi gewesen sein. Und dann ausgebildete Physikerin. Angela Merkel. Jawohl! Ja, das war klar. Ja. Ich habe eingewusst, yes! Aufgewachsen in der DDR, ehemalige Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Mitglied der CDU, Bundeskanzlerin. Müsste es nicht heißen, studierte Physiker? Ich habe nichts gesagt. Keine Ahnung, haben die in der DDR nicht vielleicht sowas ausgebildet? Ja. Was meinst du, warum die DDR untergegangen ist? Die haben sehr gut. Die haben wahrscheinlich Tumore ausgebildet, aber Physiker in dem Sinne nicht. Oh Mann. Ja, das war's dann wohl endgültig von Staffel 5. 54 geboren, bis sie studiert hat, war die DDR auch nicht mehr so präsent. Wir haben es überstanden, wir haben uns alle Spiele zu Gemüte geführt. Es kann keiner sagen, dass ihm irgendwas fehlt. Definitiv nicht. Doch, uns fehlt der Sieg. Unsere Arbeit hat sich gelohnt. In jeder Hinsicht. Der Sieg. Wir wollten John noch eine reinhauen. Oh Mann. Ja, das wäre schön gewesen. Ich bin immer noch dafür, wir machen das Pinata-Spielen. Okay. Und das war eine super Idee. Wir spielen jetzt Bejeweled 3 und dann Hearthstone. Ja, da bin ich dabei. Nee, aber... aber ohne uns. Jetzt ist wirklich Zappe. Schluss jetzt. Es war echt schön. Und ja, freut euch auf Spätsommer. Dann gibt es Staffel 6. Eventuell in einer bekannten Konstellation, aber teilweise auch in einer neuen. Es wird schön. Ja. Was für eine Aussage. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Gabt euch wohl. Tschüss.